Ihr wollt ja eh wieder in Fuhrmannsheim und gucken, ob ich jetzt endlich mal Kuano wiederfinde. Weil irgendwo muss er doch da sein. Also Fuhrmannsheim. Da wächst doch Zunderschwamm, den brauchen wir gerade nicht. Und ja, ich weiß echt nicht, was mit den Ratten auf der letzten Ebene los ist, dass sie so sehr auf Gladys losgehen. So. Das ist die sanfte Sau, nicht der Silberkrug. Aber ich will mich nochmal hier im Fuhrmannsheim umgucken. Schwarze Augen. Ja, was auch immer es nochmal mit dem Schwarzaugen auf sich hatte. Hier ist übrigens immer noch das Blut. Städter, Schmied. Einfach mal gucken, ob es hier noch. Eine milde Gabe. Habt ihr ein paar Heller für einen armen Mann? Habt ihr einen Heller übrig? Einen Heller kann ich wohl entbehren. Hier. Habt ihr noch etwas mehr zu geben? Man soll den Heller ehren, soll sich das Geld vermehren. Mehr gebe ich nicht. Ihr habt doch mehr in eurer Tasche. Ich hab's doch gesehen. Ja, also gut, noch ein Hehler für dich. Meinetwegen sei dieser Silberling dein und nun hör auf, mich mir nachzulaufen. Danke, danke, eure Großzügigkeit sucht ihresgleichen. Seid doch nicht so. Ein Heller wird doch noch drin sein. Gib doch noch eine Münze. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich... Sieht nicht so aus, als nagt ihr am Hungertuch. Jetzt seid doch nicht so. Also da ist noch eine Holztüre. Könnt ihr nicht noch eine Münze locker machen? Okay, was passiert, wenn ich dir einen Kukaten gebe? Einen ganzen Kukaten, da, damit kann ich Irene endlich mal zum Essen einladen. Da wäre ich mächtig Eindruck schinden. Dafür war aber nicht gedacht, obwohl wir schon dabei sind. Bedanken könntest du dich auch. Ja, ja, danke. Moment mal, seid ihr nicht Brenno? Ihr verzeiht, dass ich mich so schlecht benommen habe. Ihr habt doch den Mord am alten Ego aufgeklärt. Ganz Fuhrmannsheim erzählt sich davon. Dank euch ist es endlich wieder sicherer. Das stimmt wohl. Trotzdem laufen hier noch ziemlich viele zwielichtige Gestalten herum. Vorhin kamen zwei Kerle hier vorbei. Sie haben mich beschimpft, als ich eine kleine Spende erbat. Ich sei ein fauler Lumpen und sollte mir Arbeit suchen, anstatt unbescholtene Bürger zu belästigen, haben sie gesagt. Stellt euch das mal vor. Was hat das mit mir zu tun? Nur diese Kerle schienen selbst nicht ehrlich zu sein. Sie tuschen etwas über eine Aktion von letzter Nacht und etwas über eine Beute. Wer weiß, was das für Halunken sind. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Diese Kerle will ich mir mal genauer ansehen. Wo habt ihr sie zum letzten Mal gesehen? Endlich mal jemand, der zu Taten bereit ist. Ich zeige euch auf der Karte, wo die beiden hingegangen sind. Ah, da hinten hin. Okay. Eine milde Gabe. Nachdem ich einem hartigen Bettler einige Münzen gegeben habe, hat er von zwei zwielichtigen Gestalten erzählt. Er hat sie von einer Aktion letzter Nacht und von irgendeiner Beute reden gehört. Das soll ich mir mal ansehen. Jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig geworden. Ich sollte versuchen, die zwei zwielichtigen Gestalten zu finden und herauszubekommen, was genau ihr Plan war. So, und hier ist noch eine Holztüre, die ich irgendwie übersehen habe. Und da geht's in ein Kellergewölbe. So, hallo. Oh, ein Ersatzverband. Und noch mehr helles Pferdocker. Nein, Beere. Gute Entscheidung. Was treibt ihr hier in meinem Keller?
Nichts, entschuldige mich, ich verschwinde gleich, okay. Na klar. Was treibt ihr hier in meinem Keller? Na, ich die Losung, denn sie lautet Unauk. Ach, Gladys, Kleines, schön, dass dich mal wiederzusehen. Hör endlich auf, mich Kleines zu nennen, verfext nochmal. Was, ihr kennt diese Leute und wusstet von diesem Ort hier? Aber ja, doch. Quano, der Anführer der Liebesgilde, ist mein Vater. Euer Vater, ja, aber wieso habt ihr mir das denn nicht schon früher gesagt? Muss ich denn euch alles erzählen? darf ein Mädchen denn keine Geheimnisse haben? Pa, ich habe euch doch gesagt, sie ist nichts weiter als eine gewöhnliche Diebin, aber auf mich hört ja keiner. Ruhig bleiben, Vorgrim. Ist alles in Ordnung. Ja, geschlossen. Eine diebische Aufnahmeprüfung. Nachdem alle Aufgaben bewältigt sind, ist nun ein neues Rätsel aufgetaucht. Wer oder was ist Unauk? Was hat das Ganze mit Fernung und der Diebesgilde zu tun? Fragen über Fragen, aber das soll von nun an nicht mehr meine Sorge sein. Ich habe Quano getroffen. Ja, noch nicht. Oh. Hier sind schöne Sachen in den Kisten, die wir verkaufen können oder uns was nutzen. Also ja, eine Keule und ein Skryer können wir verkaufen und Wurfmesser. Alle mal hergehört. Pfeile sind für dich. Und ja, da steht Quano. Der gute alte Quano. Hallo Kleines, wie geht es dir? Schön, dass du mal wieder bei deinem alten Vater vorbeischaust. Nur, dass er am Fluss der Zeit etwas besser aussieht. Ich bin nicht klein. Beruhig dich, meine Süße. Wen hast du denn da bei dir? Ein neues Gesicht in unseren bescheidenen Räumen? Willkommen in der Diebesgilde. Ja, leider auch wieder hier der kleine die kleine Plothole, dadurch, dass am Fluss der Zeit nach Drachengesang rausgekommen ist. Aber eigentlich kennen wir Quano. Weg zum Gruße, werte Quano. Ich bin Brenno hier. Ich muss zugeben, der Weg bis in eure Heim war beschwerlicher, als ich angenommen hatte. Denn ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass wir nicht einfach Tür und Tor für jedermann öffnen können. Es könnte ja ein Stadtgardist hereinspaziert kommen oder Schlimmeres. Doch wo sind meine Masieren? Wie kann ich nun den frisch gebackenen Mitgliedern unseres Bundes behilflich sein? Interessiert ihr euch für Spiel und Spaß? Wollt ihr ein wenig trainieren oder braucht ihr gewisse Utensilien? Nur keine Scheu, sprecht eure Wünsche ruhig aus. Was für gewisse Utensilien habt ihr denn zum Verkauf? Ja, das Fechthemd haben wir schon. Einbrecherjacke. Da ist das Fechterhemd aber besser. So gering. Regel der Fingerfertigkeit wäre nicht schlecht. Dietrichs Anleitung? Hm. Habe ich die nicht schon? Nee, sieht nicht danach aus. Dann kaufen wir mal die. Nochmal kurz gucken, was... 10 Dietriche aus koscher Stahl und Kohle. Ja. Ich würde gerne meine fexischen Künste etwas trainieren. Also Taschendiebstahl, das brauchen wir alles nicht. Hast du vielleicht gegen Gifte was? Nein. Alles andere brauchen wir nicht wirklich. Sagt ihr etwas von Spiel und Spaß? Das wäre doch vielleicht was für mich. Hey, ihr sprecht mit Fexens Stimme. Wir haben hier unten einen kleinen, aber beschaulichen Parcours aufgebaut, um unsere Fähigkeiten zu erproben, um mit den Fingern in Übung zu bleiben. Ihr wisst doch, wer rastet, der rostet. Hm, das ist was dran. Gibt es bei diesem Parcours irgendwas zu beachten?
Oh, eigentlich ist es ganz einfach. Benutzt all eure phoenixischen Gaben, um an die neuen Embleme der Diebesgilde zu gelangen, die im Parcours versteckt sind. Einige sind in fest verschlossenen Truhen, andere versperrt hinter schweren Eisentruhen. Andere wiederum stecken tief in den Taschen einiger unserer Leute. Schafft ihr es, mir alle Embleme zu bringen, winkt euch eine schicke Belohnung. Was sagt ihr? Wollt ihr es versuchen? Ich will es doch nicht versuchen, Quan, ich will es schaffen. Ich sehe es an eurem verwegenen Blick. Fex ist mit euch. Fex ist euch wohlgesonnen. Hier, ich packe den Schlüssel zum Parcours in meine Truhe. Diese zu knacken wird eure erste Aufgabe sein. Vergesst aber nicht, die Embleme dann auch bei mir abzugeben. Und viel Spaß, Fex mit euch. Okay. Ja, eine neue Queste. Der Diebesparcours. Die Diebesgilde hat einen kleinen Parcours aufgebaut, an dem man seine Fähigkeiten als Dieb beweisen kann. Ich denke, diesen kleinen Test sollte ich mitnehmen. Als erstes gilt es, Quanos Truhe zu knacken, um den Schlüssel zum Parcours zu erhalten. Ja, machen wir jetzt erstmal nicht. Vor allem, ich möchte da Gladys noch ein bisschen für verbessern. Ich hoffe mal, ihr Taschendiebstahl ist gut genug, um die da unten zu beklauen. Wenn nicht, steigern wir wenigstens 2-3 Punkte. So, von hier aus in die Grafenstadt. Kann ich einfach von hier aus vielleicht direkt in die Grafenstadt reisen? Also über die Map. Das wäre nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht, würde ich sagen. Priorsplatz, Hafen, Grafenstadt, genau. Jetzt sollte Rulana wenigstens noch von Auralia Gift Heilung lernen. Ach, wir sind hier am Tor. Na, da haben wir ein ganzes Stück zum Laufen. Also ich habe wenigstens die Hoffnung, dass Auralia ihm das beibringen kann. Ja, Heilkunde Gift. Ich nehme die Sache in die Hand. So, dann steigert das auch gleich mal. Auf 8 sollte reichen. So, dann gib mir mal den Kühlmann-Tee. So, heile ich erstmal selber. Ach, das funktioniert gut. So, dann werden wir wenigstens den blöden Wundbrand mal los. Und natürlich, bei ihm misslingt es. Amazone voraus. Los, nochmal. Hart, bei ihm haben wir so viel Pech. Also. Ganz ehrlich, Verbände und
könnte ich eigentlich auf die zweite Seite packen. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich mach das. Also bei ihr. Hier der Einbeersaft hin. Die beiden Sachen. Verbände und Kulmon-Tee. So, machen wir es am besten gleich so. Und das Küchenmesser können wir auch dahin packen. Gut. So, jetzt heißt es aber mal wieder speichern. Dieses Mal Let's Play 009. Speichern. Und da gibt es hier erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.